So Jungs, da sind wir wieder, Spiel 3, jetzt müssen wir langsam mal hier klappen. Was ist das denn, 83er Team? Was kann der? Buffon hinten, das sieht mir jetzt schon, das habe ich gestern bei meinem Mitbewohner gesehen. Mein Buffon hinten, der hält alles. Da muss ich richtig, aber wir haben jetzt die schwarze Perle, Freunde, wieder, Freunde. Ramos ist am Start, Chiellini in der Innenverteidigung, Freunde. Und natürlich italienisch, Freunde, 5er Abwehr sozusagen, wenn sie sich zurückziehen. Warum nicht? Ist ja nicht so, als ob ich Probleme hätte. Meine Fresse, so erstmal hier anstoßen. Komm. Ruhiges Ding, so, Bellarabi. So, schneller Rabi. Oh, nicht dahin. Ich geh mal in die Mitte, Junge! So, haben wir jemanden in der Mitte? Mann, die drückt doch schon längst, du Hure! Jungs, aber der ist schlagbar, Freunde. Okay, er hat mehr Torschüsse und so weiter, ne? Scheiß drauf. Aber der ist schlagbar, Freunde. Die machen wir fertig. Die machen wir nass. So, uns erwechselt. Die Baller kommen 3 für Lacazette. Der Lacazette hat aber auch so viel Schande liegen lassen. Ich meine, ganz ehrlich. Den kann man auch mal austauschen. Wir tauschen nicht, Freunde. Uns sind die Verträge zu wichtig. So, Sokrates verliert hier den Ball. War fast mit Ansage. Easy, Freunde. Easy. Na, jetzt passiert. Wir haben Leno. Ne? Oh, richtig hart an dem. So, Draxler macht irgendwas, aber es klappt. So, Luis. So. Wenn er nicht angegriffen wird, ich meine, was willst du machen? Auf Luis. Er hat auch keinen Bock, irgendwie mal zum Ball zu gehen oder so. So, Gades. Easy. So, Dieke. Schöner Doppelpass, der war easy, der war easy. Luis hat ihn auf linken. Buffon, die Hure! Über Götze, über Ramos, über Ramos. Buffon, die Hure ist schon wieder da. So schnell, ganz ruhig. Ja, ruhig, erstmal den Ball verlieren. Leno ist da! Leno hier raus! Leno haben wir im Tor! Jungs, das ist ein spannendes Spiel! Was ist da los? Wir haben jetzt, nimm doch nicht eine Pause, du Hure! Gute Idee, scheiße Umsetzung. Mann! Drama! War so klar, so klar. Easy. Jungs, Leno ist auf der Linie. Leo niemals rauskommen lassen. Leno ist auf der Linie, so unglaublich. Also mach da mal eine neue Eckvariante. Gute Variante. Lauf doch mal mit dem Ball, Junge! Holen die doch. Wo ist denn das Problem gewesen? Gustavo! Du nicht auch? Mann, Ramos! Junge, du bist wie falsch stellt, Mann! Bellarabi im Zentrum. Klar, da will er laufen. Draxler! Kannst du nicht irgendwie alles, was du machst, in schneller? Götze nach außen. So. Gustavo. Er weiß, dass ich reinziehe, deswegen glaube ich mal außen lang. Und Gustavo ist halt. Er setzt sich auch mal durch. Ramos! Ramos, Jungs! Ramos! Da ist ein 1-0! Warum? Weil wir Luis haben! 90% des Tores ist Luis und wir müssen trinken. Bitte. Mein Mitbewohner sitzt übrigens neben mir. Und das macht der Ramos dann eiskalt. Oh, Jungs. Hakuna Matata, Freunde. Rein damit. So, halten das Ding. Ich glaube, ich soll noch eins machen. Gutes Ding. Außen. Götze, was ein Ball. Bellarabi. Oh, Buffon, die Hure. Gutes Ding. Kratze. Buffon, du Hure. Du bist der Fotze, Mann. So, mach mal, Freunde. Ja, schießt jemand mit dem Kratzer außen rum. Und dann nehmen wir in die Mitte. Und dann sagen wir mit dem Draxler Hallöchen. Und ich krieg den Deckel nicht drauf. Sind du dann? Ja, Buffon kommt, damit hat er ihn. Das ist immer das Problem, Freunde. Wenn der Torwart rauskommt, hat er ihn. Außer er ist Leno. Und Jungs, das ist der Sieg. Erkämpfter Sieg. Was ist da los, Freunde? Den nehmen wir mit. Puh. Leno, bester Mann mit 9,5. Können wir so lassen, Freunde.
Spielauswertung, wir waren eigentlich im Grunde genommen gleich gut. Im Grunde genommen quasi gleich gut, aber wir sind halt besser. Und Luis, Freunde, Luis ist unser Mann gewesen. Der hat das Ding gemacht, der hat 90% des Tores gemacht. So Jungs, jetzt haben wir 3 Spiele, 4 Punkte, immer noch scheiße, aber was soll's. Auf jeden Fall, gucken wir mal, wie nächstes Spiel. Nächstes Spiel ist dann wegweisend. Wenn wir dann noch einen Sieg holen, dann siehst du das mit 7 Punkten, Freunde. Dann ist okay. Aber wenn wir da auch verlieren, dann gucken wir mal. Gut, dann bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Und wir spielen gegen Echtrop, ein Bundesliga-Team. Und ich muss sagen, es ist ungefähr gleichwertig. Finde ich persönlich. Ich finde defensiv nicht so gar nicht so stark. Und Xabi Alonso, den kannst du überlaufen. Denn ich rede nämlich gerade mit meinem Mitbewohner, weil der wird nämlich jetzt das Spiel machen. Jungs, wir brauchen Punkte, da muss ich mal Mitbewohner ranlassen. Nein, einfach, wir trinken ja zusammen und warum nicht mal abwechseln, weißt du? Macht da für beide dann irgendwie Spaß. Ich muss noch ganz kurz mal am Anfang die Steuerung einstellen, also bis gleich. Man muss natürlich dazu sagen, Freunde, dass der Witter ein paar Ligen über mir spielt. Also im Moment Liga 2. Und da ist ein Götze, da ist ein Götze und da ist ein Götze und da ist ein Götze. Und ich glaube, das ist das erste Tor und das Dumme ist, wir müssen trinken und wir müssen wahrscheinlich relativ viel trinken in dem Spiel. Deswegen wollte ich auch meinen Mitbewohner nicht ranlassen, weil wir dann einfach zu viel trinken müssen. Das ist ein Problem, Freunde. Oh! Renn damit! Oh, Freunde, bitte spielt weiter, ich die schon mal ein, weil bitte meinte, es wird zweistellig. Und von daher... Nein, zweistellig wird es nicht, Freunde. So, den müssen wir eigentlich haben. Problem ist wieder der Abpraller. So, Shinji holt sich das Ding. Luis, die Erbse. Und Leno hält das Ding, Freunde. Die Drehunion, ihr seht selbst, wenn er im Strafraum ist oder von draußen reinzieht, er kann das minimal besser als ich. Muss man ehrlicherweise sagen. Was macht denn er da? Jo, Luis! Das Geschenk! Nimm mal nicht an, Freunde, nein. Wir müssten ja trinken. Das ist ja das Problem, Freunde. Ihr müsst ja bei jedem Tor überlegen, lohnt sich das? Weil dann musst du ja wieder trinken, weißt du? Das ist die Frage, so. Schöle. So, Laufduell. Oh, nicht so gut. Gar nicht gut. Achso, Witt ist übrigens dafür bekannt, auch mal rot zu ziehen. Kann ja aber zum Glück nur gelb, muss ich sagen. Zum Glück. Das gehört zum Fußball dazu, Freunde. Fein zu FIFA. Und der hatte gelb, der hatte vor einer Sekunde gelb gesehen. Und damit ist Shinji weg. Ach du Scheiße. So, Jungs. Na, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe noch nie eine gelb-rote Karte bekommen insgesamt. Aber was soll's? Der Witte macht das. Der lehrt jetzt erstmal Bier nebenbei, während er den einen Einwurf macht. Warum auch zustellen? Scheiß drauf. Erstmal ein bisschen Alkohol tanken. Und jetzt zu 10 die ganze Scheiße machen hier, Freunde. Also ein zentraler Mittelfeldspieler ist weg, ist jetzt von der Umstellung her, braucht er nicht umstellen im Endeffekt. Das ist das Gute, weil er sich einen zentralen Mittelfeldspieler rausgefischt hat. Defensiv wäre am Tag das Problem gewesen, weil ich noch nicht mal Bänder auf der Bank habe. Scheiß drauf. So, Freunde, jetzt erstmal der Konter. Götze, schönes Ding. Fisch, warum ist ein Fisch steckt da vorne? Schöne passt da schon eher hin. Das kann nicht wahr sein, Freunde. So, wird hier noch was draus? Ja, Alonso mit den alten Knochen. Freunde, das ist die nächste gelbe. So, Freunde, wir sind drückend überleben. Was weiß ich das? Jungs, wie soll ich euch die Statistik erklären? Wir sind drückend überleben. Fertig ist, weiter geht's. Weil sowas würde ich super gerne, dass die Nachricht gelb kriegen. Leno kommt nicht raus. Leno kommt nicht raus, Jungs! Und da ist der Junge! Die schwarze Perle! Ab jetzt ist Naldo unsere schwarze Perle, Freunde. Er hat schon mehr erreicht, als Ramos jemals erreicht hat. Oh nein, wir müssen wieder trinken, Jungs. Oh Mann, ey. Nee, du machst noch ein paar. Und wenn du siehst, man muss sich beeilen, ne? Ich kann schon mal nicht mehr einließen. Das ist... Was willst du denn gegen diese Abwehr? Was willst du denn diese Abwehr machen mit Naldo, Sokrates und davor ist Gustavo? Was? Ehrlicherweise, was willst du da gegen machen? Chincherito umläuft ja einfach Martinez, schiebt das Ding ein, 3-0 und wir müssen schon wieder trinken. Ja. Hopp, hopp, Rinnenkopf.
schlimm, dass ich immer schon wieder einwiesen. Ah! Wenn damit, Freunde. Was soll's? Ah. Also man sieht, Winter hätte auch mit einem Bully-Team, wenn er sich jetzt nicht auf englische Liga, sozusagen auf Premier League spezialisiert hätte, hätte er mit einem Bully-Team auch richtig weit kommen können. Weil er kommt mit den Bundesliga-Spielen ja auch klar. Im Grunde genommen. Die fischen sich immer ganz gut runter. So, und Piszczek ist eigentlich außen durch. Piszczek? Er kann anscheinend was, wenn man nicht unbedingt... Oh, schon Leno! Wieder so ein scheiß Fuß dazwischen. Leno wäre ja nicht mal reingekommen, Freunde, aber... Oh, meine kurze Ecke, Freunde. Ah, er wollte ja zu viel. Easy, Sokrates, Cholinho. Hätte noch einen Meter die laufen können. So, wieder da, Besuch ist da. So, Jungs, noch 2 Minuten. Micky nochmal über außen. Alter, wie er den Ball mitnimmt, Freunde, die Tricks will ich auch können. Einfach nur geil, so Luis. Und wieder Rodriguez. Die Jungs können. Die Jungs zu 10 an dem Mann spielen. Das ist halt Liga 2, Freunde. Das ist halt noch nicht das Niveau, was ich habe. Ich hätte wahrscheinlich sogar verloren gegen den Typen. Gut, ich wäre nie zu 10 gewesen. Aber ansonsten hätte ich wahrscheinlich ein schweres Spiel gehabt, auf jeden Fall. So, haben wir es dabei geschafft, Digga. Machen die noch ein Tor oder was? Sokrates, regelt und dann ist es durch. So, Freunde. Das ist meine Statistik, Freunde. Der Witte ist ja mal klar überlegen gewesen, egal ob er zu 10 war oder zu 12. Und damit haben wir 7 Punkte in 4 Spielen. Ich würde sagen, nächstes Spiel muss ich dann wieder machen. Wahrscheinlich nüchtern. Naja, Gottes. Gucken wir mal, wie es dann abläuft. Bis dann.